Moin, Sven. Du, und sonst so? Geht's dir gut? Und geht's deinem Reifen auch gut? Ich hoffe, ne? Du, falls es bei dir immer noch nicht so klappt mit dem Wulan, dass der immer wieder runterfällt, habe ich den Verdacht, dass der Anfang, den Schisslerwind, den Schwung, den man dem Reifen gibt, gar nicht so uninteressant und gar nicht so unwichtig ist. Guck mal, also falls es noch nicht klappt, versuch mal den Reifen so lange wie möglich festzuhalten, wenn du ihn so rumschwingst. So. Dann schwingt er schon mal ein paar Runden alleine und dann bist du vielleicht schon im Flow. Guck mal, und danach sollst du ja eigentlich nur noch rechts und links, dü, dü, dü. Mehr ist es nicht. Telefonieren kann ich nicht so gut dabei, muss ich auch nicht. Und wenn rechts und links nicht dein Ding ist, machst du einfach ein Bein nach vorne, machst du von und hin, vorne und hin. Und sei nicht traurig, du machst bestimmt nichts falsch, falls es noch nicht klappt. Und nochmal, bei den allerwenigsten klappt das gleich am Anfang, die steigen in den Ring oder in den Reifen besser gesagt und das geht los. Also, das ist aber nicht an der Tagesordnung, würde ich meinen. Mach weiter, es lohnt sich. Es lohnt sich. Sag mal, es soll ja Menschen geben, die vom Wulan abgenommen haben, nur vom Wulan. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich habe zwar 5 Kilo abgenommen seit Weihnachten, aber auch nur, weil ich kurz vor Weihnachten ein paar Mahlzeiten ausgelassen habe. Also da habe ich mich ein bisschen gekümmert. Und seit jetzt 3-4 Wochen track ich, also zähle ich Kalorien. Und da habe ich nochmal 3 Kilo verloren. Aber vom Wulan garantiert nicht. Warte, ich zeige dir mal ein Foto vom 18. Dezember, blende ich dir mal ein. Also da ist schon ein Unterschied zu sehen, gar keine Frage. Aber Gewicht habe ich dadurch nicht verloren. Ich denke, die Kombi, ne? Hulan und ein bisschen auf die Ernährung achten, die macht das. Also tatsächlich, interessiert vielleicht keinen, aber an der Taille habe ich 14 cm verloren, am Bauch auch 14 cm, an der Hüfte 7 und am Busen 9. Weißt du, wenn man über den Busen redet, muss man ihn noch auffangen? Nee, anfassen. Also die gute Nachricht ist, ich bilde mir ein, vom Hulan ist der Busen ein bisschen nach oben gerutscht. Jetzt hängt er nicht mehr am Bauchnabel, sondern ist ein bisschen nach oben gewandert. Kann man sich auch einbilden, ne? Ich wollte mal fragen, wenn du so deinen Haushalt schmeißt, ne, wie geht sowas vonstatten? Ich weiß nicht warum, aber ich eier da immer so ein bisschen rum. Warte, bei mir sieht das so aus, zeige ich dir. Na, moin, sein du. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits möchte ich gerne wulern, andererseits sollte ich aber auch mal wieder Fenster putzen. Beides zusammen geht nicht, wen wundert's? Habe ich schon versucht. Warte, guck. Ich habe mal den Lappen gegen das Fenster geschmissen, aber es ist nicht sauber geworden. Frechheit. Naja, gut. Wird erst gewundert und dann erst das Vergnügen und dann die Arbeit, ne? Ich putze ja auch gerne mit Schlübbern, alten Schlübbern und T-Shirts. Kennst du das auch von zu Hause? Nee, das wird nicht weggeschmissen. Da kann man nochmal schön mit putzen. Wo ich sag Schlübbern, ne? Schlübbern von zu Hause. Und kennst du das auch? Mutti hat zu uns immer gesagt, Kinder, bevor ihr die Wohnung verlasst, sorgt dafür, dass ihr ordentliche Unterwäsche tragt und dass die Wohnung immer sauber ist. Weißt du warum? Ordentliche Unterwäsche, also falls wir verunfallen, dass die Ärzte und Pflegekräfte nicht denken, oh mein Gott, was hat die denn für Unterwäsche an? Und falls sich die Polizei Zutritt zu meiner Wohnung verschaffen muss, dass die nicht denken, oh mein Gott, wie sieht das hier denn aus? Was ist denn das für Messi? Wie findest du das? Ich denke, wir sind uns einig. Wenn die Polizei sich Zutritt zu meiner Wohnung verschaffen muss, ist mein kleinstes Problem, was denken die Beamten wohl über den Zustand meiner Wohnung, oder? Nee, so sind wir groß geworden. Schaut ja nichts, ne? Und du wirst lachen, ich mache es wirklich. Ich würde niemals meine Wohnung verlassen, ohne mein Bett gemacht zu haben, Geschirr weggeräumt zu haben. Das mit der Unterwäsche ist so ein Ding, das habe ich nicht wirklich verinnerlicht. Da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so, ne? Naja. Nee, ich guck mal. Richtig Bock zum Fensterputzen habe ich immer noch nicht. So, ich hole erstmal. Tschüss, schönen Tag.
falls du mir zufällig bei Instagram folgst, kennst du so und so schon meine Schlüpper und verlass die Wohnung sauber Theorie oder wie soll ich sagen, meine Überzeugung? Nee, da erwähne ich das manchmal. Nee, das will doch auch mal besprochen werden, oder nicht? Natürlich, natürlich. Du, ich will dir nochmal eine schöne Flughafengeschichte erzählen. Ich sag's mal irgendwann am Check-in. Es kamen zwei Ehepaare, sie gehörten zusammen, sie reisten zusammen nach Abu Dhabi. Da sagt der eine Herr, können wir vielleicht am Notausgang sitzen? Denn der Notausgang ist natürlich, ich finde, es zieht da oft. Aber der Notausgang ist ja Hauptgewinn, wenn du Langstrecke fliegst. Manchmal ist vor dir gar keine Reihe. Also da hast du Platz ohne Ende. Was du vielleicht noch nicht weißt, ich kann Menschen heilen. Ich bin ein Heiler. Denn am Notausgang dürfen nur Gäste sitzen, die topfit sind. Ne? Ich würde mal sagen, der perfekte Gast am Notausgang ist ein Mann zwischen 20 und 35, vielleicht 40, groß, stark, der 6 Sprachen in Wort und Schrift beherrscht. Weil die Idee ist, wer am Notausgang sitzt, soll den anderen Passagieren im Notfall raushelfen. Ich schätze mal, die Realität sieht anders aus. Wahrscheinlich ist der Notausgang der Erste, der draußen ist, aber naja. Und deswegen darf am Notausgang niemand sitzen, der behindert ist. Zu dick, zu alt, keine Kinder, keine Schwangeren, keine Tiere. Einige fliegen ja mit ihren Tieren. Ne? Wenn du in irgendeiner Form eingeschränkt bist, darfst du da nicht sitzen. So, und wie oft kommen Gäste, meistens Männer, auch können im Notausgang sitzen, ohne dass ich schon irgendwas gesagt oder gefragt habe, denn ich habe immer so Rückenschmerzen, ich habe so Thrombose, was sie nicht alle, Bandscheibenvorfall. Ne? Erzählen sie mir erstmal ihre ganze Krankheitsgeschichte und dann sage ich, nee, tut mir leid, da dürfen sie nicht sitzen, wenn sie eingeschränkt sind, in irgendeiner Form. Nein, so schlimm ist das gar nicht. Halleluja! Und schon habe ich wieder jemanden geheilt. Ist das nicht toll? Mit einmal sind sie alle kerngesund. Wuhu! Geht doch. Geht doch. Naja, ich komme aber von ab, ich schweife ab. Also ich saß einen Tag am Check-in, zwei Ehepaare kamen, der eine Herr hat gefragt, können wir am Notausgang sitzen? Ich denn geguckt, ja, ein bisschen hin und her geschaut, ja, mache ich. Sagte, oh toll, das ist nett, danke, was kann ich Ihnen dafür Gutes tun? Gab Zeiten, da habe ich gesagt, ich mag gerne Rittersport und Nougat. Ja, manchmal habe ich auch einige gekriegt tatsächlich, aber lass mal, ne? Nee, sag ich, passt schon. Und dann sagt er, Botox vielleicht? Und er freute sich und seine Homies, seine Leute freuten sich auch. Ich sage, haben Sie gerade Botox gesagt? Ja. Und er freute sich immer noch. Ich sage, Sie sind ja fies. Hä? Wieso? Ich sage, weil Sie... Ich mache ja gerne übertreiben, ne? Ich sage, unter Einsatz meines Lebens habe ich Ihnen den Notausgang organisiert und Sie sagen mir mehr als deutlich ins Gesicht, ich bin alt, faltig und sollte langsam mal über eine Botox-Behandlung nachdenken. Und er, nein, oh Gott, nein, so meine ich das gar nicht. Ich bin Schönheitschirurg. Ich habe eine Klinik in Schleswig-Holstein, eine in Abu Dhabi. Nein, oh Gott, ich wollte sie nicht verletzen. Nee, ich war richtig so ein bisschen mucksch, so ein bisschen beleidigt, ne? Naja, nur dass er Schönheitschirurg war, macht die Sache jetzt auch nicht viel besser. Jo, mal die nächste Frage dann, wann und wo? Ich sag, machen wir das in Schleswig-Holstein oder machen wir das in Abu Dhabi? Nö, keine Antwort. Da kam niemals eine Antwort. Der ist ein paar Mal später auch noch geflogen. Ich sah den öfter noch am Check-in. Einmal habe ich noch nachgefragt, aber kannst du verhindern. Du, da kommt er mir mit Botox. Ja, Botox kann ich nicht gebrauchen. Ich würde mir wünschen, dass er sich um meine Wegschnitze kümmert. Das wäre mir viel wichtiger. Ne, du? Die Schnitzelchen hier. Naja. Du, anderer Tag. Wo war es jetzt, anderer Tag? Kollegen erzählten mir mal. Ein Kollege saß am Check-in. Ein Gast kam auf ihn zu und der Kollege sah, wenn der Gast auf ihn zukam, dass der Hosenstall des Gastes auf war. Und dann sagt der Kollege zu dem Gast, Ihr Hosenstall ist auf. Sagt der Gast, sorry, do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Oh Gott, dachte der Kollege, was heißt denn das jetzt auf Englisch? Nee, das nächste, was er sagte, war, möchten Sie am Fenster oder am Gang sitzen? Der arme Gast. Ich meine, auch wenn dir das gerade mal nicht einfällt, irgendwie kriegst du das schon hin. Zur Not zeigst du da dreimal drauf. Zur Not steige ich aus, mache ihm den Hosenschlitz zu und dann sind wir alle durch damit. Ne? Der Arme, der läuft wahrscheinlich heute noch mit einer offenen Hose durch die Gegend. Falls du das mal brauchst, dein Hosenschlitz ist auf Englisch heißt your fly is open oder your fly is undone.
Du, hier in meinen Videos ist ja hier bla 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 bla. Dann lernst du auch noch was, ne? Du. Naja. Nee, und bitte, bitte, bitte vergiss nicht, weiß ja, du bist zauberhaft. Du bist wertvoll. So wie du bist, bist du genau richtig. Und danach kommt niemals ein Aber, danach kommt immer ein Punkt. Punkt. Ich habe das schon mal in irgendeinem Video gesagt, wenn das mal ganz schlecht läuft, denk dran, du warst von eine von vielen, vielen Millionen Spermien, die es damals geschafft hat bei deiner Befruchtung oder kurz bevor das so. Eine von mehreren Millionen, vielleicht sogar Milliarden, man weiß das nicht. Also was halt sagt uns das? Du bist der Hammer. Obwohl, wenn ich manchmal morgens in den Spiegel gucke, sehe ich nicht aus wie die eine, die mehrere Millionen oder Milliarden Spermien hinter sich gelassen hat. Ne? Kennst du das auch? Naja, es ist wie es ist. Ich hole noch ein bisschen, ne? Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Tschüss, tschüss. Du, ich nochmal. Sag mal, ich habe mir eben das Video nochmal angeguckt, ne? Und mit großem Entsetzen musste ich feststellen, dass ich andauernd mit der Schulter zucke. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. Die hier? Du, das ist ja nicht so schön. Was, das reine Nervensache, oder? Das wollen wir uns aber ganz schnell wieder abgewöhnen. Also sowas Beklopptes. Naja, weiß ja, irgendwas ist immer, ne? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.